In der Corona-Pandemie haben sich vor allem drei Parameter zuletzt als ein bisschen problematisch herausgestellt, an denen das Robert-Koch-Institut immer mindestens indirekt beteiligt ist. Das eine ist die Impfquote, das andere ist die Impfeffektivität und das dritte ist die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. So, was versteht man jetzt darunter? Impfquote ist, das ist der letzte Fall, der Anteil der Menschen in Deutschland, die mindestens einmal oder vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Da hat jetzt vergangene Woche der sogenannte Covimo-Report bestätigt, was man im August schon vermutet hat. Nämlich schon damals und jetzt eben wieder haben deutlich mehr Menschen, die befragt wurden vom Robert-Koch-Institut, angegeben, dass sie schon geimpft worden seien, anteilig, als in der Gesamtbevölkerung bisher bekannt. Das heißt, mehr Menschen haben in dieser Befragung gesagt, dass sie schon geimpft sind, als das digitale Impfquotenmonitoring des RKI als Impfquote ausgibt. Warum ist es ein Problem? Wir haben diverse Aktionswochen veranstaltet, wir haben sehr viele Debatten geführt über Impfbereitschaft in Deutschland, über die zu niedrige Impfquote. Und jetzt plötzlich heißt es, die Impfquote könnte um bis zu 5 Prozentpunkte höher sein. Es mag sein, man kann nicht jeden zählen. Wir haben viele, viele Millionen Impfdosen, die verimpft worden sind. Kein Problem an sich, aber das RKI gibt ja selber mögliche Gründe dafür an, dass die Impfquote zu niedrig ist. Einer davon, die Betriebsärzte melden nicht vollständig die Impfung. Der zweite Grund, die Hausärzte melden nicht vollständig die Impfung, die sie verabreicht haben. Und daraus muss man eben schließen, dass es einfach kein funktionierendes Management oder keine funktionierende Erfassung von solchen Daten gibt in Deutschland. Und das ist natürlich dramatisch, weil das ist sozusagen die harte Währung der Pandemiepolitik. Und wenn die nicht zuverlässig ist, wenn die nicht vollständig ist, dann können wir auch gar nicht vernünftig steuern, wie wir in Sachen Impfkampagne weitergehen wollen. Also wirklich ein großes Problem. Die zweite Kennziffer, wo sich das Robert-Koch-Institut jetzt schon zum zweiten Mal korrigieren musste, ist die sogenannte Impfeffektivität. Also, das heißt, wie gut schützen Corona-Impfungen gegen Erkrankungen, wie gut schützen sie gegen schwere Krankheitsverläufe? Da war es so, im Juli hat ein TAZ-Bericht nachgewiesen, dass das RKI da bis dahin einfach mit falschen Methoden gerechnet hat. Es hat sich angeschaut, wie viele Impfdurchbrüche, also Covid-Erkrankungen trotz Impfung, gab es denn überhaupt seit Anfang Februar, hat dann aber eben das verglichen mit dem Anteil der bis dato Geimpften. Und hat so, weil ja Anfang Februar waren einfach noch viel weniger Menschen geimpft und die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch Geimpfte infizieren und erkranken an Covid-19, war einfach viel geringer. Das heißt, man hat da im Grunde Äpfel mit Birnen verglichen und eine zu hohe Impfeffektivität angegeben. Das hat das RKI dann korrigiert und hat seit dem Juli eben separat ausgewiesen die Impfeffektivität der letzten 4 Wochen, um eben näher dran zu kommen an die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, mit der sich Geimpfte infizieren und an Covid-19 erkranken können. Da war eben die Impfeffektivität dann geringer als über den Gesamtzeitraum. Jetzt allerdings hat das RKI sich nochmal korrigiert und musste nochmal die Impfeffektivität leicht absenken. Warum? Man hatte bis Ende September Menschen, bei denen, also Covid-Erkrankte, bei denen nicht klar war, ob sie gegen Corona geimpft sind oder nicht, hatte man einfach den Ungeimpften zugeschlagen, pauschal alle, obwohl sicherlich nicht alle ungeimpft waren. Und das hat eben sozusagen die Impfeffektivität nochmal überschätzt, erhöht. Diesen Fehler in der Methodik hat man jetzt korrigiert und hat die Impfeffektivität eben leicht abgesenkt. Zu alledem muss man dazu sagen, die Impfung schützt. Sie schützt vor allen Dingen vor schweren Verläufen, vor dem Tod durch Covid-19. Da sind die Werte weiterhin bei weit über 80%. Und das ist nichts, was ein Argument gegen die Impfung wäre. Es ist aber durchaus ein Argument gegen die Art und Weise, wie das Robert-Koch-Institut die Effektivität dieser Impfung angibt. Die dritte Kennziffer, bei der es im Zusammenhang mit Corona derzeit nicht wirklich gut läuft, ist die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Ein langes Wort. Das ist im Grunde nichts anderes als das, was bisher die Infektionszahlen waren, sind jetzt die Zahl der Covid-19-Patienten, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die ist inzwischen relevant, die entscheidet darüber, welche Corona-Regeln gelten, auch in Baden-Württemberg. Das Problem ist, so wie diese Hospitalisierungsinzidenz berechnet wird, wird sie tagesaktuell zumindest immer zu niedrig ausgegeben. Man guckt sich da nämlich nur diejenigen Corona-Patienten an, die vor maximal einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurden und ins Krankenhaus kommen.
Jetzt passiert es aber relativ oft, dass Leute sich anstecken, positiv getestet werden und erst 8, 9, 10 oder noch später, noch mehr Tage später ins Krankenhaus müssen. Die fallen aus dieser tagesaktuellen Angabe einfach raus. Und Recherchen von ARD, Spiegel und Zeit haben gezeigt, dass diese Hospitalisierungsinzidenz tagesaktuell immer um so ca. 80% zu niedrig angegeben wird, als sie hinterher mit ungefähr 4 Wochen Zeitverzug sozusagen tatsächlich errechnet wird. Und wir haben uns das dann eben für die Region Stuttgart mal angeschaut und haben bei allen Krankenhäusern angefragt, wie viele Covid-Patienten denn bei ihnen in den letzten 7 Tagen eingeliefert wurden. Und tatsächlich lag dieser Wert, wenn man zusammenrechnet, um fast das Doppelte über der Hospitalisierungsinzidenz, die für Baden-Württemberg angegeben wurde. Also tatsächlich bestätigt sich diese Recherche auch anhand der konkret im Krankenhaus liegenden Menschen. Da wird unterschätzt. Und das Problem ist natürlich, wenn die vierte Welle doch noch an Fahrt aufnehmen sollte, weil es zum Beispiel jetzt Herbst wird und man sich wieder mehr drinnen trifft, wo man sich eher ansteckt, dann reagieren wir womöglich zu spät auf diese vierte Welle und verhindern damit nicht viele, viele Infektionen, vielleicht auch schwere Krankheitsverläufe, wie wir es könnten, wenn wir eben rechtzeitig die Bremse reinhauen. Diese ganzen Probleme und Schwachstellen in der Berechnung der Kennziffern, die ja für Corona und für die Corona-Politik so wichtig sind, haben im Wesentlichen Datenjournalistinnen und Datenjournalisten aufgedeckt, die eben sehr kritisch auf die Methoden schauen, auf die Art und Weise, wie Zahlen zustande kommen, wie sie berichtet werden und wie sie eben auch vielleicht auch nicht berichtet werden. Das wurde sehr breit thematisiert, es hat aber in der Regel nur bisher relativ wenig Widerhall gefunden. Vielleicht, weil es die Themen zu speziell sind, weil man denkt, es ist ja so klein-klein in so Rechenmethodik, was soll ich da schon Kritisches dran finden. In dem Fall ist es, glaube ich, wirklich was anderes, weil diese Kennziffern sind ja wirklich die Grundlage und die absolute Basis jeglicher Pandemiepolitik. Und wer falsche oder unzuverlässige Kennziffern hat, steuert nicht nur schlechter durch so eine Pandemie, sondern wenn solche Fehler im Nachhinein aufgedeckt werden oder solche falschen Berechnungsmethoden, das schadet ja auch der Glaubwürdigkeit der Pandemiepolitik. Also es ist ja regelrecht Wasser auf die Mühlen von allen, die sagen, ach, das mit dem Corona ist nicht so schlimm, ach, das ist doch alles nur politisch gelenkt. Wenn man dann solche Unschärfen und Ungenauigkeiten erstmal aufdeckt und zweitens dann von den Behörden auch teilweise eingestanden werden muss. In der Bewertung, muss ich sagen, verhält sich hier das Robert-Koch-Institut, verhalten sich auch die Gesundheitsämter hier alles andere als optimal. Es ist wirklich nicht nachzuvollziehen, warum mit solchen Fehlern, solchen Korrekturen nicht viel offensiver umgegangen wird. Gerade wir Datenjournalisten erleben oft eine Abwehrhaltung von den Behörden, auch sehr, sehr wenig Einsicht, obwohl die Fehler offensichtlich sind. Das macht die Sache nicht besser, wenn wir eben Zweifler mitnehmen wollen bei der Pandemiepolitik und es als wirklich gesamtgesellschaftliche Aufgabe definieren, wo wirklich alle überzeugt mitwirken müssen. Deshalb ist es, glaube ich, wirklich problematisch. Inzwischen ist ja auch die Politik auf das Thema aufmerksam geworden. Einzelne Stimmen aus den Grünen und von der FDP kritisieren eben diese Fehler, die im Robert-Koch-Institut passiert sind. Kritisieren auch explizit den Präsidenten Lothar Wieler. Karl Lauterbach, der mögliche künftige Gesundheitsminister, nimmt ihn wiederum in Schutz. Das heißt, wie schnell daraus Konsequenzen erwachsen werden, wir wissen es nicht. Möglicherweise ist es eine Sache für die nächste Bundesregierung, aber zumindest unter uns Datenjournalisten und auch bei mir, der ich mich als Datenjournalist verstehe, ist völlig klar, dass die Corona-Pandemie wirklich Schwachstellen aufgezeigt hat, die auch mit der Ressourcenausstattung zu tun haben. Das RKI braucht auch mehr Stellen, um solche Daten wirklich vernünftig erheben zu können. Das scheint auch klar. Aber das ist wirklich ein Thema, was uns oder vor allem die neue Regierung wirklich dringend beschäftigen muss. Denn wenn die nächste Pandemie kommt, können wir es uns eigentlich nicht erlauben, wieder so ein Datendesaster zu erleben, wie wir es leider fortgesetzt bei der Corona-Pandemie sehen.